Dass die Frau erdrosselt wurde, ist, wie gesagt, vorbehaltlich des toxikologischen Gutachtens an sich soweit sicher. Und jetzt, nachdem bei der männlichen Person keine Gewalteinwirkungen festgestellt wurden und er offensichtlich ertrunken ist, ist in erster Linie mal davon auszugehen, dass es sich um einen erweiterten Selbstmord handelt. So wie es derzeit aussieht, dürfte die Frau vorher getötet worden sein und dann sich der Mann selbst das Leben genommen haben. Persönlich glaube ich aber, dass nicht allzu viel Kunst dazugehört. Man braucht eine Form, wo mit Anführungszeichen der Kopf hineinpasst und man gießt das dann mehr oder weniger aus und wartet, bis es trocken ist. Und ich denke, dass dazu keine besonderen Kenntnisse erforderlich sind.